Geht es Ihnen auch so? Fast täglich hört oder liest man Ernährungstipps, etwa was man meiden sollte oder was uns angeblich ewiges Leben beschert. Einige Jahre und wissenschaftliche Studien später ist dann wieder alles ganz anders. Viele dieser vermeintlichen Gesundheitsgebote rund um die Ernährung sitzen so tief, dass man sie gar nicht mehr hinterfragt. Gefährlich ist der Glaube an Ernährungsmythen zwar nicht, allerdings lebt es sich ohne viel entspannter und vor allem genussvoller. Andrea Frey mit einer etwas anderen Sicht zur vegetarischen und veganen Ernährung. 10% der Frauen und 8% der Männer in Österreich ernähren sich vegetarisch oder vegan. Gegessen werden bei Veganern ausschließlich pflanzliche Produkte. Manche Vegetarier verzehren auch Produkte, die vom lebenden Tier gewonnen werden, wie etwa Eier, Milch oder Käse. Der Markt hat sich mittlerweile auf die Zielgruppe eingestellt. In Supermärkten werden Weizenschnitzel, Sojaburger und Tofuwurst angeboten. Vegetarisch und vegan Essen ist in der heutigen Gesellschaft angekommen und durchaus salonfähig geworden. Wer auf ausreichende Nährstoffversorgung und Abwechslung auf dem Teller achtet, kann mit der fleischlosen Ernährungsalternative gesund oder vielleicht sogar gesünder leben als Fleischesser. Mythos oder Wahrheit? Mythos und Wahrheit. Prinzipiell, wenn Vegetarier sehr viel Obst und Gemüse essen, dann haben sie natürlich einen großen Vorteil, weil sie sehr viele Vitamine und Mineralstoffe und sonstige Schutzstoffe aufnehmen. Aber Vegetarier ist nicht gleich Vegetarier. Da gibt es Ovo-Lacto-Vegetarier. Eier und Milchprodukte werden gegessen. Fleisch, Fisch und andere aus toten Tieren gewonnene Produkte wie Gelatine oder Schmalz sind tabu. Die Lacto-Vegetarier hingegen essen Milchprodukte, aber sie entsagen komplett Fleisch, Fisch und Eiern. Die Ovo-Vegetarier verzichten nicht auf Eier, essen aber weder Fisch, Fleisch noch Milchprodukte. Die Pesco-Vegetarier machen bei Fisch die Ausnahme. Jedes andere Fleisch ist tabu. Während die Polo-Vegetarier beim Geflügel zuschlagen dürfen, nicht bei Fisch und anderen Fleischarten. Und dann gibt's noch die Flexitarier. Sie essen Fleisch, allerdings nur selten, nur ausgewähltes oder nur wenig davon. Es gibt aber auch bestimmte Formen, wie zum Beispiel den Pudding-Vegetarier. Da essen die Vegetarier nicht Obst und Gemüse, sondern Süßspeisen. Die haben ernährungsphysiologisch keinen Vorteil. Vegan gilt als das neue Vegetarisch und es boomt. Man verzichtet auf alle tierischen Produkte wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier und sogar Honig. Und die Kundschaft lässt sich die Ersatzprodukte gern was kosten. Hähnchen, Garnelen und sogar Schnitzel werden täuschend echt nachgebaut, auch geschmacklich. Aber leben reine Veganer wirklich gesünder? Mythos oder Wahrheit? Bei den Veganern kann es sogar sein, dass sie einzelne Nährstoffe überhaupt nicht aufnehmen, zum Beispiel das Vitamin B12, und das ist dann sehr kritisch. Denn Vitamin B12 kommt in pflanzlichen Lebensmitteln überhaupt nicht vor. Das Risiko für einen Mangel ist für Veganer und manche Vegetarier also hoch. Am besten versorgt sind noch Ovo-Lacto-Vegetarier, da Milchprodukte wie Frischkäse oder Brie und Eier Vitamin B12 enthalten. Wer also auf tierische Lebensmittel aus welchem Grund auch immer komplett verzichtet, braucht ein umfassendes Wissen, in welchen Lebensmitteln welcher Nährstoff enthalten ist. Was wo drinnen ist, finden Sie unter tv.orf.at/heute-konkret.